das Neue, was auch mal Mikhail Ivanov hier in die Welt gebracht hat, wie er selber sagt, dass wir wirklich jetzt anfangen, für die Gemeinschaft zu arbeiten und anfangen, auch gratis zu arbeiten. Wie unglaublich, dass dieser Meister einfach immer gratis gearbeitet hat. Diese Vorträge, die waren voll. Und er hat einmal gesagt, hätte ich mal nur einen, ich weiß gar nicht, Franc in Frankreich wahrscheinlich damals, Franc genommen, ich wäre jetzt mehrfach Millionär, aber immer gratis. Und wir Menschen denken so häufig, wir wollen irgendwie irgendwas haben für unsere Arbeit, aber meist das Materielle ist. Ja. Und wir vergessen, dass die anderen Körper, die wir haben, die geistigen Körper, die Astralkörper, aber noch die anderen höher, die Buddhikörper, Atmankörper und so weiter, dass die gar nicht gefüttert werden. Und dass die dann verhungern und dann irgendwann haben wir keine Anbindung mehr an unsere Seele, an unseren Geist, weil wir die einfach nicht nähren. Das ist so das Prinzip der Ernährung. Können wir weiterdenken, nicht nur auf den Körper, sondern auch auf die geistigen Körper. Dann müssen wir uns damit beschäftigen, was haben wir für Körper, was brauchen die überhaupt? Unsere Seele. Laut Omram braucht unsere Seele selbstlose Tätigkeit. Wenn wir keine selbstlosen Tätigkeiten machen in unserem Leben, dann wird unsere Seele nicht ernährt, dann verhungert die. So ja, sieht's aus. Muss man sich mal vorstellen. Also wir checken das alle, wir müssen was essen und so weiter, dann sonst magern wir ab. Aber unsere Seele sehen wir ja nicht. Natürlich, ab einem gewissen Level sieht man, ob einer Seele hat oder nicht. Aber man selber ist sich als seelenloser Mensch nicht unbedingt bewusst, dass man ein seelenloser Mensch ist, wenn man seine Seele nicht ernährt hat. Klar. Und das ist wichtig, dass wir da mehr Wissen in die Welt bringen, warum sind die Dinge so, wie sie sind. Natürlich, wenn ganz viele seelenlose Menschen herumlaufen und ganz viele Menschen keine selbstlosen Tätigkeiten machen, dann brauchen wir auch nicht keine Wunder erwarten. Klar. Das Problem ist halt, wenn es deine Elterngeneration, deine Großelterngeneration und dann die Geschichtsbücher, ich finde es auf Englisch immer schön, da heißt es History, also His Story, also irgendjemand hat mal eine Geschichte erzählt, ich meine, solche Zeitalter, du hast vorhin mal erwähnt, wie Atlantis, das kommt da ja nirgends drin vor. Da kommt der Mensch vom Affen, war richtig dumm und jetzt sind wir die Krone der Schöpfung und war noch nie so intelligent. Also es ist schon nicht so leicht, aus diesem Wirrwarr rauszukommen und deswegen ist es umso wertvoller, wenn man auf sowas stößt, weil nur über diesen Weg der Selbstreflexion und dann auch über dieses Wissen, was uns da vermittelt wird, haben wir die Möglichkeit, es wirklich zu durchschauen, dieses Feld zu klären, weil wir sind verstopft, alle Kanäle sind verstopft, die Seele hat gar keine Luft zum Atmen, die Seele dehnt sich, will sich auch weiten, die Seele soll weit werden, wie das All, heißt es im hohen Ideal und andernfalls, ja, ist sie unterernährt, dann ist vielleicht hier, haben wir so einen Wohlstandsbäuchlein und es ist nur der physische Körper, der kann auch viel, aber was da oben noch auf uns wartet, wir kosten, wir kratzen, wenn überhaupt, auch wir hier jetzt, gerade mal an der Oberfläche, also... Ja, und das Interessante ist ja, dass selbst dieses Kratzen an der Oberfläche einer schon erfüllen kann. Total. Vor allem auch aus dem Grund, weil wir wissen, was auf uns wartet. Das ist so stark, ne? Und wenn man jetzt was man dagegen halten kann, Materialismus, wenn man jetzt sagt, okay, ich arbeite halt für Geld, um mir ein großes Haus zu kaufen und so weiter, das vergeht alles. Aber wenn wir unsere Seele nähren, unseren Geist nähren, das vergeht ja nicht. Also allein intellektuell, logisch gedacht, macht es sogar mehr Sinn, viel mehr für die feinstofflichen Körper zu arbeiten, weil wir die ja wieder mitnehmen. Und unseren grobstofflichen Körper, den lassen wir hier an der Erde, der vergeht wieder. Und alles, was wir besitzen, vergeht auch. Aber was wir geistig besitzen, vergeht nicht. Und also wir können uns, das ist auch das Besondere an der Lehre, wir können uns diese ganzen Sachen alle durch Dinge erklären, die wir sehen. Das ist ja so, wie Magie ist Physik. Hätte ich diesen Satz meiner Schule gehört, der hätte sofort in Physik aufgepasst. Ja. Also die physikalischen Gesetze, die hier auf der Welt regieren. Die regieren auch im feinstofflichen Bereich und das ist Magie. Und deswegen ist es auch so wichtig, was wir denken und was wir fühlen, weil das hat Auswirkungen, genau was wir tun. Magnetismus und so weiter. Wenn ich jetzt diesen Deckel nehme und den runterfallen lasse, dann fällt der runter auf deinen Fuß und dann tut's weh. Wenn ich jetzt den Gedanken runterfallen lasse auf dich, dann merkst du es vielleicht nicht, aber irgendwo tut's auch weh. Ja, dir tut's natürlich nicht weh, du bist stark. Aber es könnte wehtun, wenn wir es fallen lassen. Aber dass wir dann daraus weiterdenken, dass wir jetzt gucken, okay, was macht dann ein Gedanke, der herunterfällt auf einen, das war jetzt unbewusst, aber auch unbewusste Sachen tun will. Das ist ja das Problem. Das ist ja das Problem. Ja, nur weil ich jetzt unbewusst hier dich umrenne, tust du ja trotzdem weh. Und dass wir unbewusst denken, hat auch Konsequenzen. Genauso, das hängt alles zusammen. Und das ist ja das, was wir wirklich wissen müssen. Das müssen wir einfach wissen. Das müssen wir wissen, sonst geht es ewig so weiter.